und da liegt die Limelight und die Tanoa. Und da schön im Schatten kriegt unser Dinghy sein Cover. Geht langsam vorwärts. Dann räume ich einfach mal weg oder soll ich aus dem Bild raus? Nö, nö. Ja, alles gut. Kannst du wegmachen? Ich warte mal noch mal ein Foto auch. Hallo, Foto? So, das sind jetzt hier die ersten Zuschneidearbeiten für das Cover von unserem Dinghy. Also, erst einmal wird die Folie beschnitten. Dann werde ich an der Folie die Maßzugabe anzeichnen. Dann wird das Plan auf den Stoff gelegt. Aha. Und mit einem Kreidestift markiert und mit einem Heißschneidemesser das Umbrella ausgeschnitten, dass das nicht ausfranst. Ah, okay. Dann verschweißen gleich die... Die Enden die sind Enden verschweißt und es franzt eben nicht aus. Ah, sehr gut. Und sieht auch schön aus. Ah, ja. Und dann wird das mit der ersten Naht verbunden. Und zwar so, dass es tendenzmäßig eher zu groß ist. Ja. Weil kleiner machen kann ich es immer. Ja. Größer machen ist schlecht. Ja. Geht zur Not auch mit ein paar Tricks, aber kleiner machen ist immer einfacher. Ja. Und dann wird das Ganze mal angepasst und nochmal angezeichnet am Dinghy, vor allem die Ausschnitte. Ja. Und dann kann man es final zusammenbauen. Ah, okay. Super. Ja, das ist jetzt hier Sambrella. Schon mit den ersten Nähten für das Cover. So, das die ist Einzelteile werden erstmal mit Klammern verbunden. Aha. Damit genau die Position stimmt, dass das in der Richtung nicht verrutscht ist. Okay. Und dann wird von der Rückseite, wie hier, die erste Naht draufgelegt. Die Klammern kommen raus. Und wenn man das Ganze dann umdreht, das ist die Vorderseite, die schöne Seite. Sieht man schon, dass es so ein bisschen die Form kriegt. Ah. Das ist jetzt der Heckbereich. Ja. Das ist schon tricky, das sieht ja schon rund aus. Ja, hoffentlich. Ja. Und wenn das nach dem Anpassen richtig ausschaut, also man kann die ganze Sache noch kürzen, indem man zum Beispiel die Naht noch nachsetzt. Ah, ja, ja. Also man kann es enger machen. Ja. Und wenn das dann passt und richtig schön ist, dann wird es so ein bisschen auseinandergezogen, geglättet und dann kommt hier noch die finale Naht drüber. Also die kommt dann davon, die ist oben sichtbar praktisch dann? Genau. Ah, das ist die sichtbare Naht und die macht das Ganze schön, dass das Ganze, welches Material verwendet wird. Ja. Wenn das so Textilien ist, so ein siebartiges Material, dann ist zickzack schöner. Ah, okay. Weil bei einem geraden Stich verläuft es immer. Es wird keine gerade Naht dann. Und dann weil beim Zickzack fällt es halt nicht so auf dann, ne? Genau. Da kann ich den Zickzack einstellen. Zum Beispiel sowas. Ja, 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 ja. Und wenn man jetzt so ein Segel macht, kann ich mir vorstellen, macht man die Nähte auch nicht so lang in einem, oder? Weil wenn irgendwie ein Faden mal kaputt ist, dann geht ja praktisch die ganze Naht auf. Oder nicht? Was war das? Da kannst du ziehen. Da passiert fast gar nicht wirklich rangehst und wegpulst. Und versuchst, das rauszuholen. Ah, passiert gar nichts. Passiert da nichts. Ah, okay. Also man kann das in einem durchnähen dann. Genau. Naja,
wenn man genug Platz also hat. In jeder Überlappung verknüpft sich der Unterfaden mit dem Oberfaden und das blockiert quasi. Okay. Es gibt so die erste Anprobe. Diese Sachen zum Beispiel, das ist natürlich nachher nicht. Ah ja. Aber damit wir es aufspannen können. Genauso das, das ist nachher ein Gurtband. Aha. Aber man kann das ansetzen. Okay. Oh, das sieht schon richtig gut aus. So, jetzt werden die Ösen und das alles nochmal ausgeschnitten. Abholz von da oben. Jetzt wird das erstmal provisorisch hier verzurrt. Unten wird das dann geklemmt in der Lasche. Zwischen dem Boden und dem Schlauch. Das sind die Laschen, die dann zwischen dem Boden und dem Schlauch kommen. So, zweite Anprobe. Wieder ein bisschen was dazugekommen und die Borte, hier die Laschen zugekommen, nachgenäht. Also ich würde sagen, das sieht so aus, als ob das dafür gemacht ist. Bist du zufrieden? Ach, schon besser, ne? Ja. Das erste Mal. Ja. Perfekt. So, jetzt werden nochmal die Ausschnitte konkret angezeichnet. Und dann werden die wahrscheinlich als nächstes da umnäht. Verstärkt. Es ist soweit. Das Cover ist fertig. Oh, sieht das schon gut aus. Jetzt wird's montiert. So, unser Dingi ist angezogen. Perfekt. Verschnürt. Sieht richtig gut aus. So, jetzt hält das hoffentlich 5 Jahre lang. So, beim Fahren hat sich gezeigt, dass da oben Wasser rauskommt. Jetzt hat der Roman hier noch mal so ein Wasserabstrahler eingebaut. Jetzt schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Police avant joli sous qui m'ont dit appel sa montant, bâti moi les mes sans ombre.